So, genug ausgeruht. Wir sollen Leichen finden. Die Familienmitglieder von der Person werden sich wenigstens freuen. Also nicht freuen. Ja. Es ist eine wichtige Information, zu wissen, ob er wirklich tot ist oder nicht. Und die Aufgabe fällt jetzt auf Riley. Heißt, er wuselt jetzt gerade los, hat noch ein bisschen was zu essen und trinken dabei. Und sein Backup-Kaffee. Batterien sind aufgeladen. Sollte soweit also alles passen. Oh. Er lässt sich leicht ablenken. Oh, hier ist echt viel Zeugs. Huh. Ja, die Höhlensysteme hier sind super. Also in dem Cape-Gebiet. Alles schön offen nach oben. Kann jederzeit raus. Ordentlich viel an Gestein rumrum. Aber es fehlt halt dieses Danger-Feeling von den Bomberfischen und ähnliches und irgendwelche Luftstrudel. So, habe ich ja schon erwähnt. Gut. Also, wir gehen weiter in die Richtung. Ab hier sollte es auch langsam unbekannt sein, ne? Also hier noch, aber dann kommt dieser Pilzbereich. Vielleicht einmal noch auftauchen, bevor wir tiefer runtergehen. Das dauert sonst später immer so lang. So. Da fangen diese Pilze an. Hatte unsere PDA nicht auch irgendwas gesagt von Altera-Signalen bei den Pilzen? Oder war das der Pilzwald unten? Das sieht echt schick aus. Wir brauchen unbedingt eine Basis später hier. Großer Kupferbrocken. Ja, Special Equipment needed. Moonpool. Oh, wir müssen uns hier definitiv mehr umgucken. Es fehlen noch zwei. Wo ein Fragment sind, sind mehr. Also gute Quelle für Lithium. Quelle für Moonpool-Fragmente. Für ganz viel Pilzzeug. Indigenous Flora contains fungal enzymes. Mhm. Die Mondpool-Fragmente sind ja auch recht groß, die sollte man ja eigentlich irgendwo sehen. Und ja, ich freue mich darüber, dass wir eventuell bald ein Gebäude bauen können. Für ein Fahrzeug, das wir noch nicht haben. Und für das Fahrzeug brauchen wir ein anderes Gebäude, was teuer ist und was wir auch noch nicht haben. Es wird sehr viel Arbeit sein, das alles zusammenzustecken. Aber dann fühlt sich die Basis nach und nach auch wirklich wie eine richtige Basis an. Mit einer Werft und... Oh. Ja. Einen nur noch. Oh, ja, wir müssen hoch. Wir haben Backup-Tank. Nutzen wir kurz. Nicht vergessen, wieder aufzufüllen. Wir sollten noch in die ungefähr richtige Richtung gehen, ne? Ja. So leicht oben ist es immer besser zu gucken. Hm. Da ist irgendwas anderes. Du bist wieder Kupfer? Ja. Was brauchst du? Da. Zwei Motoren, das ist wieder ein bisschen. 20 Titan und 2 Blei. Überschaubar. Die Motoren halt unangenehm. Kombiniert mit den 6 Motoren oder was für die Vehicle Bay und nochmal 2 Motoren für das andere Ding. Wir werden sehr viel Lubricant herstellen müssen. Und Batterien.
nicht mal unsere Base sehen und nur ganz knapp noch die Aurora. Das ist schon ziemlich weit draußen. So, Tank, Backup, Tank. Jetzt können wir zum Signal. Okay, ganz schön großer Baum. PDA und gleich eine Kiste nehmen und irgendwelche Teile. Cyclops Hull Fragment. 2 von 4. Lifepod located. No sign of target passenger. Search of immediate surroundings yields no findings. Possible ejection prior to impact. Or the site may have been disturbed by native fauna. Local environment features many alcoves and small cave systems. Proceeding to survey these locations. New creature discovered. Den hat man noch gar nicht. Okay. Der Typ, der gerade geredet hat, das war nicht das der Insasse hiervon. Das war einer von diesem Burial, was auch immer. Also es wurden die Leute losgeschickt, hier nach Leichen zu suchen. Und er müsste einer davon sein. Wobei er sich so anhört, als wenn er wirklich noch einen Überlebenden sucht. Hm. Was war das jetzt gerade? Das ist der, der abgestürzt ist. Cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures, as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth, and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. First place with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. 30 seconds. Oh, ja. Hier sind sehr viele Ressourcen und es ist sehr verlockend hier zu bleiben, aber wir verlaufen uns fast, okay. Du benutzt. You are currently inside a long calcified root system. Ja. Evidence suggests it was eaten away by other life forms over many centuries to form these natural caves. Okay. Wir sind jetzt schon voll, ne? Okay. Also, fürs Protokoll. Wir haben uns was gefunden. Das eigentliche Ziel ist nicht da, aber wir haben von jemand anderem gehört, der jetzt hier irgendwo in der Nähe nach dem sucht. Wir können auf jeden Fall Lifepod 13 checken, schon mal abhaken. Wir haben jetzt noch einen großen Baum. Im Pilzgebiet. Und Höhlen. Beim Baum mit vielen Ressourcen. Mit viel. Schreib mal Bling, es geht schneller. So, mit viel Bling. Zack. Ich habe mich da eben gerade schon drin verlaufen. Musste Baum? Da. Ich habe mich da eben gerade schon drin verlaufen. Ich denke, das sollten wir erst machen, wenn wir die Modification Station, die da haben, und damit dann die größeren Tanks da. Und wir müssen erstmal rausfinden, was das Aerogel ist. Ja, aber in irgendwelchen Höhlen verlaufen und dann auch sterben. Muss nicht sein. Weil der Typ, der die Leiche gesucht hat, ist bestimmt in diese Höhlen da rein und ist da gestorben. Das würde ich ungern replizieren. Heißt, wir gucken uns jetzt hier in dem Pilzgebiet noch ein bisschen weiter um. Das ist riesig. Ja, da ist der Baum. Boah, was ist das da am Süden? Backup Tank ist empty. Das kommt von den ganzen Schnattern. Vergisst man Dinge zu tun. Dich einmal auffüllen. Und im Süden runter. Müsste irgendeine große Schlucht sein. Ist ja die richtige Richtung, ne? So halb, ja.
Ich würde ganz gerne beim Anfang anfangen und dann einmal die Schlucht unten durchgehen und nicht bei der Mitte und dann irgendeine Seite aussuchen. Ja, hier ist gut. Die Motte wäre hier auch sehr praktisch, weil die sollte bis zu dieser Höhe auch noch runter können. Dann hätten wir halt eine Instant... Ui. Eine Instant-Sauerstoffquelle. Genau auf der richtigen Höhe. Bridge Fragment. Noch mehr Eier. Ich bin viel zu weit weg. Soll das hier das sein? Nee. Ah, okay. Hier ist der Anfang von der Schlucht. Mit schön viel Shale. Lithium haben wir jetzt genug dank der ganzen Pilze. Oh, hallo. Aber Diamanten können wir noch ein paar gebrauchen. Trink mal das. Ist das? Ein Spanfisch können wir wieder freilassen. Deswegen ist es nach oben offen, ne? Okay, hier können wir jederzeit weg. Oje. Sieht größer aus. Ja, Backup-Tank ist noch da, ist alles gut. Nicht runter weiter, ne? Oh, hallo. Oxygen haben wir jetzt. Und das ist ein sehr großer Fund für Riley. Das sieht nämlich nicht menschlich aus. Aber Neugier ist ein wichtiger Teil seiner Persönlichkeit. Oh, die gehen sogar automatisch an. Heißt, der guckt sich hier vorsichtig um. Freut sich natürlich auch, dass er hier unten atmen kann. Keine Kreaturen da. Sieht alles sehr, sehr alt aus. Also wahrscheinlich lebt eh keiner mehr von denen. Alien Arch. This structure's intended purpose is unclear. Theories on function, ceremonial or religious role, industrial applications, advanced transportation network. Assessment, further research required. Ja, unser PDA ist scharf auf Informationen über außerirdisches Leben. Das ist sehr verständlich. Riley macht sich eher Sorgen, dass hier gleich irgendwas um die Ecke kommt und ihn weglasert. Aber es scheint einfach nur eine Höhle zu sein mit dem Ding drin. Also Teleportation Network klingt schon sehr sinnvoll. Weil sonst wäre hier irgendwas anderes noch drumherum. Das heißt, man würde dann da reingehen und könnte irgendwo anders rauskommen. Ja, aber wie man damit umgeht, ist halt völlig unklar. Also ob man jetzt irgendwas hier drücken muss oder... Wird auf jeden Fall notiert. Wir schreiben uns auf. Das ist... Wir können eine Boje hier lassen. Das ist... Ich nenne es mal Canyon, damit es nicht auch Höhle heißt. Und so wechselt man das noch irgendwie mit in den Höhlen da bei dem Pilz. In Canyon südöstlich vom Pilzbaum Alien Arch. So hat das PDA das auch genannt, ne? Gleich mal ein Tütelchen setzen und Ausrufezeichen dahinter, weil Alien. Okay. Können wir die Brühe hier einfach so auf den Boden schmeißen? Das wird das erste sein, was die Aliens finden, wenn sie rauskommen, oder? Dann wissen die, dass wir hier sind. Wenn das hochentwickelte Aliens sind, mit irgendwelchen komischen Riesengebilden, die seit tausenden von Jahren unter Wasser sind, dann werden die auch wissen, dass wir da sind. Die werden uns bestimmt schon längst gescannt haben oder so. Na komm, wir stecken uns hier ein bisschen in die Ecke.
Vielleicht übersehen sie es ja. Hier, komm hinterm Busch. Boop. Nein. Pop. Das ist Alien Arch Pilzbaum. Super unauffällig. Fällt niemandem auf. Also er drückt das Ding natürlich noch ein bisschen runter und macht da die Pflanzen drüber und dann geht das schon irgendwie. Okay. Ja. Da wir hier nichts tun können, sollten wir gehen. Es fühlt sich irgendwie falsch an, hier zu sein. Also gehen wir. Wir können leider nichts hiervon verarbeiten. Also irgendwie abpulen oder so. Das ist irre hartes Zeug. Ist aber ein Indikator, dass hier auf dem Planeten allgemein schon mal jemand war. Und man könnte vielleicht noch mehr von denen finden. Das, ja, behalten wir im Hinterkopf. Backup-Tank ist voll. Backup-Tank ist voll. Denn tun wir jetzt so, als wenn sich nicht gerade die ganze Welt verändert hätte. Und wir Milliarden Credits damit machen könnten, das hier zu verkaufen. Und gehen raus. Ja. Okay, also das ist jetzt der Canyon. Wir haben kaum noch Platz, ne? Creature Egg. Müssen unsere Eikissen zu Hause mal durchchecken. Diamond. Und mehr Teile. Moonpool. Ja, Moonpool haben wir fertig. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben genug gesehen für heute. Wir haben einen schönen Moonpool, den wir bauen können. Wir können die Motte zusammenschrauben. Das ist alles super Ablenkung von irgendwelchen Aliens, die unter unseren Füßen leben und uns die ganze Zeit beobachten. Und ja. Klingt sehr gut. Sind wir auf dem richtigen Weg noch alles irgendwie hier? Das da sollte man sich auch mal Zeiten angucken. Aber nicht jetzt. Jetzt braucht Riley Pause. Das heißt, wir sehen ihn wieder, wenn er genug... Oh, das sind einfach nur eine Fischfarm. Das sah aus wie so ein komischer glühende Disk von Aliens, die irgendwie an uns vorbeischwimmen. Nein. Wir basteln jetzt. Wir lenken uns ab. Ist alles gut. Riley stellt genug Schmiermittel her aus diesem Zeug hier und genug Batterien aus Kupfer und dergleichen und bastelt dann die Motoren zusammen, bastelt die Mobile Vehicle Station zusammen, die wir dann zusammen aufstellen können und schon mal alles, was wir an Ressourcen brauchen für die Motte, dass wir dann nächstes Mal ordentlich beides aufbauen können und vielleicht vergisst er dann in der Zwischenzeit, was ihm gerade so alles bedeutet, was mit Aliens zu tun hat. Also bis dann.